So, weiter geht's heute mit Breaking Point und ja, gucken wir mal. Weiter geht's mit Kanada während des Rennens. Nur noch ein paar Runden zu fahren, das sieht gut aus. Alfa Romeo, beide Fahrer sind in den Punkten. Kasper Alkemann kämpft sich weiter davor. Aber sein Teamkollege Aiden Jackson schließt immer weiter zu ihm auf. Na, ich habe das Gefühl, dass da irgendwas noch passiert. Vor allem nach den Aussagen von Butler in der letzten Folge. Und ja, wie gesagt, ich glaube natürlich nicht, dass da viel dran ist, aber. Nun ja, wieder gut, der Kasper natürlich so ist, der glaubt es. Kasper, Jackson ist schneller als du, wir müssen ihn vorbeilassen. Hast du gehört, Kasper? Lass Jackson bitte vorbei. Ich verstehe nicht ganz. Du kannst den Platz zurückhaben, wenn er nicht weiter nach vorn kommt. Ist der schneller? Ja, er ist hinter dir, Kasper. Bitte bestätige, dass du ihn durchlässt. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kasper. Ich glaube, das knallt jetzt gerade. Gleich. Kasper, don't do this. Er ist nicht schneller. This is a team order. Do you copy, Kasper? Das checkst du nicht vorbei. Na dann, sagen wir es mal nach vorne. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt sowas wie kommt. Entscheide dich, ob du ihn vorbeilässt oder nicht. So, now ist er einfach vorbei. Sag ich mir jetzt mal Leclerc, ich will dieses Rennen natürlich gewinnen, sofern es irgendwie möglich ist. So, Ricciardo. Da wollte ich... Wer hat das Auto denn abgeschüttet? Ja, ich fahre jetzt durchfahren. Das macht jetzt. Ich versuche jetzt irgendwie mit dem Auto durchzuhalten. Nächstes Verstappen, Perez und Verstappen, also so ein Red Bull Doppelpack. Und dann wahrscheinlich über Mercedes. Ja, da konnte was macht denn der Ricciardo da, ne? Ich wollte jetzt innen rechts vorbei, er zieht in dem Moment jetzt im Moment noch rüber. So, wir haben noch 3 Runden. Ja, das kriege ich vielleicht noch. Ich glaube, es gibt auch mal Ärger am Rennen.
weil ich ihn nicht hab ziehen lassen. Ja, wie gesagt, wenn die Entscheidung gekommen, lass ihn vorbei oder fahr weiter, hätte ich gesagt, komm, lass ihn ziehen, ich hole mir den eh wieder zurück. Aber nun ja, wir hatten ja die Aufgabe, ihn nicht vorbeizulassen. Dementsprechend würde es nachher nochmal Ärger geben. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da nochmal knallen wird. Vielleicht habe ich Platz 4 noch. Oder Bottas davor noch, da sind wir nämlich Dritter. Der Verstappen ist an Bottas vorbei. Und jetzt die Runde wird schwierig, das glaube ich nicht, aber genau, gucken. Ja, dann fährt Bottas vielleicht auf den langen Geraden. Das wäre vielleicht die letzte Chance, den Platz 3 noch mitzunehmen und noch immer noch ein Podium nach Hause zu holen. Ich vermute, ohne die kaputten Flügel wäre es möglich gewesen, hier mehr zu holen. Aber gesagt, schauen wir mal. Ah, vielleicht hat es ja schon länger, nicht verstappt, dass da vorne kassiert. Aber das wird natürlich nicht passieren. Hamilton gewinnt auf jeden Fall erstmal den großen Preis hier. Vor Verstappen und vor uns. Aber wie gesagt, das wird noch Ärger geben, die Entscheidung nicht vorbeizulassen. Okay, pick up rubber and bring it home. Das wird auf jeden Fall nochmal knallen. Ich frage mich schon, was bei Alfa Romeo hinter den Kulissen so abgeht. Die Rivalität zwischen diesen beiden Fahrern will einfach nicht aufhören. Ja, wie viele Punkte werden da wohl noch verschenkt werden? Ich glaube, Alfa Romeo hat ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ich weiß nicht wie, aber sie müssen etwas unternehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr in Mexiko passiert ist, als die beiden sich gegenseitig aus dem Rennen gekegelt haben. Wie lange noch, bis sich das wiederholt? Ja, Stefan, es gibt da eindeutig ein Problem. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Naja. Was war das? Hey! Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären! Hau ab! Warum zum Teufel bist du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei. Du sprichst nicht mal mit mir. Du willst Respekt, dann zeig Respekt. So läuft das. Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen. Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach! Mir da draußen Platz verschaffen! Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen! Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum! Schon okay. Naja, lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Warte. Was? Kaspar! Kaspar! Das kommt überraschend. Kaspar! Kaspar!
So, Kapitel Nummer 11, das machen wir dann morgen. Und ja, schauen wir mal.